Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Pokémon Goldenen Edition. Wir befinden uns hier auf dem Weg nach Fuchsania City. Ich packe einfach mal den guten alten Josef an die erste Stelle. Genau, und dann begeben wir uns hier nun jetzt weiter und sind jetzt auf Route 13. So viel dazu. Wir haben tatsächlich doch Route 13 erreicht. Allerdings bin ich noch nicht weit genug gefahren, weil ich dachte, da unten wäre noch ein Trainer. Route 13, nördlich zur Schweigebrücke. Ah, die Schweigebrücke, okay. Na gut. Hi, Kumpel. Schau dir mein Pokémon an. Sieh ihre Farben und ihr Gefieder. Ah, ein Vogelsammler. Der Vogelverhänger bin ich, ja. Stets lustig, heißer, hopsasa. Ein Tauboga. Na gut. Habe ich vielleicht die falsche Wahl getroffen, so grundsätzlich gesehen. Aber wenn Josef Steine aus dem Boden hebt und das Vogelviech damit einfach abschmeißt, dann sollte es damit auch hoffentlich keine Probleme geben, wie man hier sieht. Der alte Damage-Dealer. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass unser Flamara einfach fast denselben Angriffswert wie Josef hat. Ich wusste nicht, dass das doch so krass ist. Oder Josef ist einfach nur schlecht für ein Kampf-Pokémon. Das kann natürlich auch sein, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht ausschließen. Ich habe halt wirklich noch nie einen Kickli trainiert, bevor diesem hier. Verflixt, nicht gut genug. Ja, passiert. So, und ein Kollege hier. Agilität ist die wichtigste Eigenschaft von Vogel-Pokémon. Und dann kann dein Pokémon die Attacke wahrscheinlich auch, nehme ich an. Marco. Mit Porenta. Okay. Porenta. So. Und hier auch wieder einen Stein aus dem Boden heben. Und draufschmeißen. Ganz easy, ganz schnell. Mach dich hinfort, Kollege. So. Marco ist auch besiegt. Du hast mich aufgrund deiner Schnelligkeit besiegt. Ich habe dich wahrscheinlich aufgrund der Schnelligkeit und der Stärke besiegt. Ich glaube, das war eine gute Mischung. Und ein Calcium. Schön. Nehme ich gerne an. Na, hier mal auch noch einen Typen. Und ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht hoch. Möchtest du gegen mein Pikachu-Team antreten? Eigentlich nicht. Hast du wirklich 6 Pikachus? Dann würde ich hier in dem Kampf spulen. Oh Gott, du hast wirklich 6 Pikachus. So, weg damit. 3, 4, 5 und 6. Pikachu! Sorry, also solche Kämpfe, ja. Tipps für Trainer. Schau, hier an der linken Seite des Pfostens. Ja, haben wir schon eingesammelt. Vielen Dank für die Information, aber leider kommt ihr ein wenig zu spät. So, jetzt kommen wir hier oben entlang. Er hat uns Platz gemacht, der gute Herr. Mit seinen 6 Pikachus. Hier können wir einmal Zerschneider einsetzen. Haben wir... Das war ja heldenhaft. Das war ja richtig geil. Ich wollte nicht direkt durchs Gras fahren, dann fahre ich halt direkt durchs Gras. Hier gibt es eh nichts. Okay. Gut, hier haben wir den Kumpel. Hier hinten haben wir niemanden mehr. Da haben wir noch einen Pokémon-Züchter oder sonst was. Verbeuge dich vor meinen königlichen Pokémon. Nö. Was hast du so? 3. Okay, da muss ich nicht spulen. Ein Nidoking. Oho, gucke an. Dennoch werde ich ihm einfach Steine an den Kopf schmeißen und dann sollte das gehen. Josef ist hier halt echt nicht die beste Variante, die man einsetzen kann. Erst Vogel-Pokémon, dann Gift-Pokémon, also mit Kampf kommt man hier echt nicht gut um die Ecke. Aber das kriegen wir trotzdem alles hin. Ein Lasho-King. Komm, ich switch jetzt mal auf Veggie. Das muss ja hier nicht sein. Dann noch ein Psycho-Pokémon, also... Naja. Gut, gut, gut. Oh, weg mit dir, Kollege. Make it cute. Gucken, was jetzt noch kommt. Noch ein königliches Pokémon. Nidoqueen oder Kingler wahrscheinlich. Ich bin mir unsicher. Goldking, okay. Gut. Aber ich war schon mal in der richtigen Richtung, oder? Also, ich würde sagen, meine Vermutung war gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht, ist leider trotzdem nicht treffsicher, aber dennoch. Goldking, mach es gut. Das wär's. Aber das ist ein lustiges Trainerkonzept, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kannst du es wagen, die Monarchie zu verspotten?
Tue ich nicht. Ich habe nur deine Pokémon besiegt, alter Mann. So, da haben wir noch einen Tür. Ach komm, ich besiege den jetzt von hinten. Ich sollte zum Felstunnel gehen und mir ein Onix fangen. Ist es ein Wanderer? Echt? Ein Wanderer? Wow! Ich dachte, wir haben hier den nächsten. Holger. Holger? Holger verrät uns? Finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. So, hier Turmkick. Holger wird sehen, was er davon hat, uns zu verraten. Das wäre lustig, wenn ich jetzt Holger gegen Holger kämpfen lassen würde, ne? Wäre schon cool. Josef versucht, Gegenschlag zu erlernen. Nee, lass das mal. Ich finde dein Moveset eigentlich ganz gut. Das Problem ist halt nur, dass Josef so wenig Verteidigungspunkte hat, dass es schwierig ist, ihn den ersten Angriff überleben zu lassen, nachdem er Willenslaser eingesetzt hat, wenn die Gegner richtig stark sind. Und bei sowas Schwachem brauche ich auch keinen Willenslaser. Da würde ich nur Zeit mit verschwenden. Deswegen rein theoretisch könnte ich den wegpacken oder ich müsste Josef den Fokusgurt geben, den Marone hat. Allerdings finde ich, ist er mit dem Expertengurt wesentlich besser bedient, weil seine Kampfattacken sind halt das Aushängeschild. Und ich brauche seine Kampfattacken vor allem für ein bestimmtes Pokémon, wie ich ja schon einmal sagte. Hier trigge ich es nochmal an. Ja, ich glaube, die meisten, die von euch diese Edition hier kennen, die wissen eh, welches Pokémon ich genau meine. Aber dennoch. Naja, Geowatz auch hinfort. So, mach's gut. Ich hab verloren. Ja, das hast du. Mach's gut, Holger. Ich nehme dein alter Ego in Flamara-Form mit und wir bereisen die Weltgeschichte. Nördlich nach Lavandia, westlich nach Fuxania City. Guck mal, Leute, damit haben wir Route. Da haben wir ja gerade den Routenübersprung gehabt. Man sieht's immer, wenn's so ganz leicht hinterher zuckelt. Und jetzt sind wir auf Route 14. Eines Tages kann ich dir sagen, ja, und so harte Arbeit, meine prämierten Pokémon zu fangen. Ich habe leider zu schnell weggedrückt. Eines Tages gelang es mir mit harter Arbeit, meine prämierten Pokémon zu fangen, wahrscheinlich. Dieser Same, okay. Los, Josef, und weiter Steine an den Kopf schmeißen. Du bist halt echt ein... eine schlechte Wahl. Tut mir leid, dir das so aufs Butterbrot schmieren zu müssen, aber du bist eine schlechte Wahl, was dein Typ nachher gerade angeht. Gegen den Wanderer war es nicht so schlimm. Das war das Einzige, wo Josef wirklich eine gute Wahl war. Der Rest ist eher von Nachteil, ein Kampf-Pokémon zu sein. Gut, ja, Stärke mit neutral, es funktioniert. Aber grundsätzlich hätten wir da eine bessere Wahl treffen können. So, hier kommt jetzt noch ein Schicki hinterher. Mach's gut, Kollege. Auch du kriegst einen Fuß ins Gesicht oder auf den Panzer. Und das wär's gewesen. Ciao, Kumpel. Okay. Da haben wir noch einen. Haben wir hier oben auch noch wen? Ja, ein Typ noch. Bist du gegen alle Arena-Trainer angetreten? Was sind bitte Arena-Trainer? Die Pokémon, die Pokémon-Trainer, die in einer Arena mit rumlaufen oder nur die Arena-Leiter? Oder habe ich mich verlesen? Und schon wieder ein Psycho-Pokémon. Also Josef ist hier echt blöd. Was ist das denn hier? Das ist hier, glaube ich, der Anti-Kampf-Pokémon-Verein. Ich weiß es auch nicht. Gut, Shigi und Glumanda war jetzt auch wieder halb so schlimm, aber dennoch. Wow, zu stark für mich. Ja, das wundert dich. So, Zerschneider. Einmal bitte hier weg. Und wer bist du denn? Chanaira ist niedlich, aber ich habe keins. Hast du ein Chanaira? Möchtest du es gegen mein Aerodactyl tauschen? Nee. Du möchtest nicht tauschen? Schade. Ja, tut mir leid. Ich brauche halt... ja, geht halt nicht, ne? Ich habe halt keins. Ich träume davon, mit meinen geliebten Vogel-Pokémon zu fliegen und der nächste Vogeltrainer. Chris. Chris, der Vogeltrainer mit seinem Ibitak. Ich werde Josef gleich austauschen. Josef sollte sein Level-Up eh gleich haben. Und dann können wir es auch ohne Probleme wechseln. Ich
Ich will jetzt nacheinander alle auf Level 52 bringen, wie ihr euch wahrscheinlich denken konntet. Nam nam nam. Na gut, noch ein Ibitak. Wahrscheinlich funktionieren auch die Kampfattacken, aber dennoch ist es unschön. So, ins Gesicht, weg mit dir. Mach's gut, Ibitak. Ah, je nach Pokémon noch ein oder zwei besiegt, dann haben wir das geschafft. Ich kann träumen, aber ich kann nicht fliegen. Ja, das kannst du nicht. So, dann hier einmal aufschneiden. Bin voll der Aufschneider. Fürchterlich, wie schlimm ich bin. So, hier oben haben wir nicht mal Gegner. Wir haben nur ein AP+. Ja, aber hier unten haben wir noch einen ganzen Arsch voll Gegner, wie ihr sehen könnt. Da haben wir schon auf jeden Fall 3, 4, 5. 5 Gegner sind es mindestens. 6 ist da. Wir machen einen Ausflug zum Radioturm in Lavandia, um dort etwas Sozialkunde zu lernen. Was hat... Okay. Ich frag gerade, was mich gerade, was ein Radioturm mit Sozialkunde zu tun hat. Weil... Ich hatte auch Sozialkunde, ja? Hatte ich. Und Sozialkunde bei mir war Politik. Und ja, ich meine, es wird wahrscheinlich auch, werden auch politische Sachen über das Radio mitgeteilt, ne? Das will ich ja gar nicht irgendwie verneinen oder sonstiges. Aber das wäre nicht der primäre Ort, wo ich was über Sozialkunde empfehlen würde zu lernen. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe ja. Manchmal rede ich mich über Kopf und Kragen, um Kopf und Kragen und dann versteht keiner mehr, was ich überhaupt eigentlich damit aussagen wollte. Aber Hauptsache, Josef hat sein Level up. Hier kommt noch ein Satzenia. Komm, eigentlich bräuchten wir es nicht, eigentlich sollten wir es nicht, aber ich hole einmal Holger, damit er mal seine Feuerattacke ausposaunen kann. Weil das nicht so oft passiert, wie ihr wisst. Weil es bisher noch nicht passieren konnte. Aber es ist soweit. Spüre es. Spüre die Macht des Flammenwurfes, Satzenia, und vergehe jämmerlich, wie die verbrutzelte Blume, die du auch bist. Ist das nicht wunderbar? Ha, schön, Niklas besiegt. Du bist unheimlich stark. Ja, doch, muss ich gestehen, bin ich. So, next one, würde ich sagen, kommt die gute Lizzie nach vorn. Denn für Harald habe ich einen bestimmten Plan. Hast du etwas vergessen? Wie, habe ich was vergessen? Ich gehöre nicht zu eurer Schulklasse. Wahrscheinlich habe ich also nichts vergessen, Inka. Pipi. Wow, Pipi. Das ist schon krass. Das ist schon richtig krass. So, Kaskade, weg damit. Was zur Hölle, ey, ein Pipi. Sowas schimpft sich Lehrerin. Während die Schüler hier mit Satzenia rumrennen. Ah. Ja, das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Sport ist mein Lieblingsfach. Glückwunsch? Ich weiß ja auch nicht, warum er mir das so erzählt, Sandro. Was hast du, Paras? Och, egal, was ich mir aussuche, meine Pokémon sind gerade irgendwie alles schlecht, was dem Typen Vorteil angeht. Mann, Mann, Mann. Na gut, weg mit Paras. Was kommt sonst noch so? Noch ein paar Rass. Ja, auch Lizzie wird dann halt Steine gegen die Gegner schmeißen. Mir ist das persönlich echt egal. Also wirklich, es gibt nicht viel, was mir egaler sein könnte. Ob ich jetzt Steine schmeiße, ob ich irgendwas, ob ich mit Wasser um mich schmeiße. Das ist mir so Schnuppe. So ein Kapuzzi, gucke an. Das kriegt auch gleich einen Stein ab. Mach dir da mal keine Sorgen. Hier, guck mal, Kapuzzi. Hier hast du einen Stein. Extra für dich. Habe ich nur für dich vorbereitet. Ach ja, ich finde es echt gut, dass wir vor nicht allzu langer Zeit jetzt endlich unser Team voll entwickeln konnten. Das gefällt mir. Und ein Ditto. Komm, wir sollten schneller sein. Das Ditto wird einfach mal mit Kaskade an die Wand gedrückt. Und dann haben wir auch den nächsten Schüler besiegt. Mach's gut, Kollege. Sandro ist hinüber. Oh nein, wie konnte ich nur verlieren? Ja, indem ich halt einfach viel, viel besser bin als du. Route 15, Fuxania City, Lavandia City. Wir sind sogar schon auf Route 15. Aha. Bei schönem Wetter würden die Kinder lieber im Schulhof spielen, als in den Klassenzimmern zu lernen.
Ja, das sind halt Kinder, ne? Ich glaube, auch bei schrecklichem Wetter würden sie vieles lieber tun, als zu lernen. Zumindest ab einem bestimmten Alter, würde ich sagen. Ganz am Anfang macht die Schule sicher noch vielen Spaß. So, Griffel, weg. Interessant übrigens, dass wir ein Johto-Pokémon erst hier in der Kanto-Region treffen. Ah, was haben wir noch? Ein Tragosso. Ich meine, das hätte man sich, das Griffel, östlich von Teak City aus einem Baum mit Kopfnuss schütteln können. Genauso wie es südlich von Teak City Tanza gegeben hätte. Falls das jemanden interessiert. Aber, ja, ich meine Griffel und auch Scaraborn beispielsweise. Willensleser. Du jetzt auch noch? Nee, vergiss es. Nein, ich sagte, vergiss es. VM-Attacken können nicht gelöscht werden. Ich wollte ja auch gar nicht. Willensleser nicht erlernen, ja. Hä? Nein. Ich will das nicht. Ja, wir wollen es nicht erlernen. Meine Fresse, was war das denn gerade? Ich wollte nicht verlieren. Ja, ist jetzt wohl zu spät. Lass uns kämpfen, ich werde nicht verlieren. Da habe ich allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden. Torben, ne? Xatu. Also schon wieder, also, das ist echt kampffeindlich, das Gebiet hier. Und würde es hier schon den Feentyp geben, wäre das Pipi auch kampffeindlich gewesen. So, Xatu hinüber. Was haben wir noch so? Noch ein Simsala. Wow. Also. Wow. Holla, die Waldfee. Wo haben die Kinder denn solche Pokémon her? Gut, ich meine nicht, dass es jetzt wichtig wäre, weil es eh besiegt, aber... Dennoch, Respekt. Ich hätte meine Hausaufgaben machen sollen. Ja, hättest du. Und last but not least... Warte, ich muss meine Mutter anrufen. Ja, ruf die doch einfach an, nachdem ich dich besiegt habe. Dann kannst du dich auch gleich ausheulen. Das ist dann meistens ziemlich praktisch, Michel. So, deswegen praktisch, Michel. So, einmal kommt wieder die gute Lizzie raus. Kaskade. Drückt das Bällchen weg. Das braucht keiner. So. Noch drei Gegner, ein Magnetilo. Ja, da bleiben wir direkt bei Lizzie. Ciao, Magnetilo. Flupp. Und dass wir es dann auch heute direkt nach Fuxania City schaffen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass wir das hinkriegen. So, noch ein Voltoball. Hier sind scheinbar nicht ganz so viele Gegner auf der Route verteilt, wie noch in der ersten Generation. Da haben wir über 2 Folgen gebraucht für die Route, meiner Meinung nach. Aber es... Wir hatten wahrscheinlich auch mehr Probleme. Nicht unbedingt, weil es wirklich problematisch war, sondern einfach, weil wir halt nicht so krass überlevelt waren, als wir die Route zurückgelegt haben in der gelben Edition. Aber gut. Das war da ja normal. Geschafft haben wir es so oder so. So, damit wäre auch Michel besiegt. Tut mir leid, Mutter. Ich wurde besiegt. Ja, ich sag doch, ruf einfach an, dann kannst du dich gleich ausholen. Dann ist alles wieder gut. Hallo. Ey, du arbeitest an einem Pokédex, das ist doch schon was. Gib nicht auf. Na, warum soll ich auch aufgeben? Und Freunde, wir sind in Fuxania City angekommen. Dann erkunden wir das doch heute einfach nochmal. Safari-Zone, Haus des Wärters. Ja, die Safari-Zone hat aber allerdings leider zugemacht. Seit dem letzten Mal. Mein Großvater ist der Wärter in der Safari-Zone. Zumindest war er das. Er hat sich entschieden, Urlaub zu machen und ist verreist, ganz allein. Er hat einfach so die Safari-Zone verlassen. Oh, was haben wir denn da? Ein Schild. 2 Schilder. Das Foto zeigt einen lächelnden alten Mann umgeben von Pokémon. Mhm. Das Foto zeigt eine große Wiese, auf der seltene Pokémon herumtollen. Also anscheinend Bilder direkt aus der Safari-Zone. Haben wir hier unten was, was ich einsacken kann? Nö. Seltsam, dass dann da so eine Aushöhlung ist. Ja, hier könnte man... Ich weiß nicht, ob das hier in der Generation auch ist, aber konnte man auf jeden Fall in Generation 1 mit der Superangel Garados fangen, falls man die wollte. Einer der Top 4 war früher mal der Arenaleiter in Fuxania City. Ja, Koga, ich weiß. Der gute alte Koga. Fuxania City. Sieh nur, die rosarote Lieblichkeit. Warum rosarot? Hier ist eine Nachricht. Bis auf Weiteres bleibt das Büro der Safari-Zone geschlossen.
wirklich geschlossen? Nö, ich komm doch rein. Ah, aber es ist keiner drin. Okay, jetzt verstehe ich. Also, geschlossen in Anführungszeichen. Offen, aber bringt halt nichts, da reinzugehen. So, Marone einmal zerschneider. Das finde ich so umständlich hier, dass man hier nur reinkommt mit Zerschneider. Verunreinigung des Parks ist verboten. Hinterlasse bitte keinen Abfall. Kann nichts versprechen. Schade, dass die Safari-Zone geschlossen ist. Das ist schließlich Fuxanias Hauptattraktion. Ja, das tut mir auch leid für euch. Ich hätte auch mir die Safari-Zone gerne angeguckt, wenn das möglich gewesen wäre. Ich wollte einen Geschenkartikel in der Safari-Zone kaufen, aber sie ist geschlossen. Ach, Udo. Alter. Nein, Udo, ich will nicht kämpfen. Udo. Udo, lass gut sein, Udo, bitte. Lass es einfach. Naja. Und du? In dieser Stadt lebt auch die Enkelin des Wärters der Safari-Zone. Ja, die haben wir schon getroffen. Vielen Dank für die Info. Hier ist alles dicht, da hat mein Pokémon drin gewohnt. Ach, ich schwinge mal aufs Fahrrad eben. Hier haben wir nur eine Beere zum Einsammeln, die wir nicht brauchen. Kogas Tochter ist jetzt Arenaleiterin, nachdem ihr Vater den Top 4 beigetreten ist. Mhm. Der Wärter ist verreist, deshalb ist die Safari-Zone geschlossen. Schade, schade. Na gut, hier oben gibt's auch nichts. Wahrscheinlich gibt's hier noch ein verstecktes Item, aber das geht mir gerade mal am Hintern vorbei. Ja, ich zerschneide das hier mal. Oh. Und hier gibt's wahrscheinlich auch noch Items, aber ich ignoriere das auch mal. Oh, jetzt ist das... Ach ja, stimmt, ja, wir waren ja Markt. Kein Wunder, dass das nachgewachsen ist. Okay, jetzt könnte man rein theoretisch hier direkt runter, aber wir haben hier noch ein paar Vogelgegner. Die würde ich gerne vorab schon mal wegnehmen. Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Prismania City. Ja, und den wollen wir in der nächsten Folge auch gehen. Deswegen räume ich euch schon mal aus dem Weg, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, nicht mehr allzu viel zu erkunden. Und ja, deswegen bin ich schon mal heute da. Ne, Lizzie ist davon auch stark überzeugt, hier einfach mal Kaskade reinzuballern. Und das Noctu. Respekt, Kollege. Respekt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt kommt nochmal die Kaskade. Und das war's dann mit Noctu. So. Also, Egon. Das war's mit dir. Ja. Route 18. Prismania City, Fuxania City. Genau, über den Radweg machen wir in der nächsten Folge. Wie versprochen. Wenn du nach Pokémon suchst, dann musst du ins hohe Gras gehen. Und das sagt man mir jetzt. Ja, das sagt man mir jetzt, nachdem ich... Ich weiß gar nicht, wie viele Orden wir haben. Acht aus Johto. Donnerorden. Sumpforden. Quellorden. 11. Wir haben 11 Orden. Und das sagt man mir, nachdem wir 11 Orden haben, dass ich im hohen Gras nach Pokémon suchen soll. Meint er nicht, dass ich das schon mal irgendwann gehört habe? Oder schon mal gemacht habe oder sowas? Naja, gut. Frank ist vielleicht ein bisschen verwirrt. So, hier auch nochmal eine Kaskade rein. Mach's gut, Dodu. Ciao, Kollege. Und Level 42 für Lizzie. Das sieht sehr gut aus. Noch ein Dodri? Natürlich noch ein Dodri. Was auch sonst. So, einmal Surfer. Und Dodri wird ertränkt. Ist es nicht schön, Vögelchen zu ertränken, die im Trainer ans Herz gewachsen sind? Da geht einem das Herz auf. So, mach's gut, Frank. Ja, sag ich doch, da geht einem das Herz auf. Wenn die eigenen Pokémon ertränkt werden, das ist einfach ein ganz wunderbares Gefühl. Naja, gut. So, hier haben wir Pokémon Arena von Fuxania City, Leitung Janina, die giftige Ninja-Meisterin. Hier haben wir das Pokémon Center. Mein Großvater besucht meinen Bruder Bill am Kap bei Azuria City. Ich habe dieses merkwürdige langsame Pokémon auf dem Radweg gesehen. Dieses merkwürdig langsame Pokémon? Okay. Was haben wir hier? Sei auf der Hut, wenn du zu den Seeschauminseln schwimmst. Ordnungsamt Fuxania City. Okay. Was mit dir? Der Vulkan auf der Zinnoberinsel ist ausgebrochen. Durch die Eruption wurde die Route 19 durch Felsbrocken zugeschüttet. Ich frage mich, ob die Einwohner der Zinnoberinsel in Sicherheit sind. Ach du gute Güte.
Und ihr? Tut mir leid, die Straße ist aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Wenn du zu der Zinnoberinsel möchtest, gehst du von Alabastia nach Süden. Okay. Es würde zu lange dauern, diesen Felsen zu bewegen. Na gut, dann ziehe ich mich zurück. Machen wir das ein anderes Mal. Und besuchen nur noch das Pokécenter. Heilen unsere Pokémon. Quatsch noch mit den Leuten da vor Ort. Wir packen außerdem Harald nach vorn. Denn den können wir jetzt gleich gut gebrauchen. In der nächsten Folge gut gebrauchen. Ich habe mich in der Pokémon-Arena ganz schön erschreckt. Da waren viele Mädchen, die alle gleich aussahen. Hey, du hast einen völlig neuen Pokédex. Hat Professor Eich dir den gegeben? Ja. Ich bin Janina, Hokus Pokus Fidibus. Siehst du? Jetzt sehe ich genauso aus wie sie. Okay. Ja, guten Morgen, Schwester Joy. Vielen Dank für deinen wunderbaren Dienst. Und damit hätten wir das auch erledigt. Pokémon sind alle wieder topfit, Attacken sind wieder geheilt. Und damit sind wir nun bereit, in der nächsten Folge die Arena von Fuxania City herauszufordern. Bevor wir hier die Folge beenden, schauen wir doch nochmal auf die Karte. Wir haben es jetzt tatsächlich innerhalb von 2 Folgen geschafft. Den Weg, den ich für uns geplant hatte, hier Route 15, 14, 13, 12, die 11 zu erkunden und noch die restliche Route, die restliche Route 8. Genau, haben wir alles geschafft, sind jetzt in Fuxania City angekommen, ich wollte das noch gar nicht zumachen. Und beim nächsten Mal geht es dann hier Route 18, 17 und 16 nach oben, um dann schlussendlich in Prismania City zu landen. Um dann durch den Tunnel zu gehen, den wir in der letzten Folge hinter Relaxo freigeräumt haben. Das ist der Plan. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Radweg noch in der nächsten Folge schaffen werden. Mal gucken, wie gut wir mit Prismania City vorangehen. Das ist ja vorankommen. Das ist ja eher eine Großstadt, sage ich mal. Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich zumindest. Genau, also vielleicht. Also Radweg bin ich sehr sicher. Mal gucken, wie weit wir danach noch kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!